So, moin Leute, moin, Nomad Moin, moin. Adventure hier und der Onkel ist auch am Start. Der Postbote war da, der hat uns was Schönes mitgebracht. Was haben wir denn da drin? Das zeigen wir euch jetzt mal. Ich würde dich mal bitten, mach mal den schönen Karton auf. Wollt ihr mal, die haben wir ja schon mal aufgemacht. Ja, da haben wir schon mal reingeguckt. Oh, was Ja, ist das denn? Da ist ja was drin. Jetzt haben wir einen Rucksack. Hier haben wir einen Rucksack. Ein Rucksack. Oh, schön in Oliv, Er hat sich einen Rucksack bestellt. Der ist auch gar nicht mal so schlecht. Den gleichen habe ich auch. Werden wir gleich sehen. Der sieht gut aus. Von der Optik her muss man schon mal sagen, den gucken wir uns gleich mal genauer an. Aber der ist doch schon mal fein. Was haben wir denn da noch so drin? Was ist das denn? Und dann haben wir nochmal eine Isomatte. Eine Isomatte. Eine Faltmatte. Eine Faltmatte. Sehr leicht auf jeden Fall. Weil eine Isomatte ja keine Isomatte ist, haben wir zwei Isomatten. Ja. Weil der Onkel muss ja auch irgendwo schlafen. Doppelt hält besser. So, das gucken wir uns jetzt einfach einmal genauer an. Mal gucken, ich würde sagen, wir fangen mit dem Rucksack an, oder? So, warum habe ich mir diesen Rucksack hier bestellt? Der Onkel Nomad hat sich genau den gleichen Rucksack in einer anderen Farbe bestellt. Den hat er auch hier mitgebracht. Guckt euch das an. Schön in Flecktarn. Schön in Flecktarn. Boah, der ist aber auch schon voll, ne? Da hast du gut was reingepackt. Da habe ich schon ein bisschen was reingepackt, ja. Ja, den habe ich ja schon mal bei einem Video, was wir jetzt vor kurzem gedreht haben, habe ich den schon dabei gehabt. Und Florian hat den gesehen und hat gesagt, jo, finde ich geil. Der ist geil. Den habe ich auch bestellt. Der ist auch sehr günstig. Wollen wir erstmal sagen, was das hier gekostet hat? Wir fangen mal mit deinem Hose an. Also, wie gesagt, wir kriegen da nichts für, dass wir da Werbung für machen und so. Wir können auch sagen, wo wir den bestellt haben und so. Gar kein Problem. Ja. Nur nicht, dass ihr meint jetzt hier, dass wir da irgendwie das wegen Kohle machen oder so. Sondern wenn jemand meint, halt, er braucht was Günstiges, dann soll er mal gucken. Also selber mal schauen. Ne? Fangen wir doch mal an. Was hat der Rucksack denn gekostet? Oh, ich meine 26 Euro irgendwas, 27 Euro sogar. Ja, knapp gut, ne? 27 Euro, ne? Plus Versand. Also ich habe dann irgendwie 30 Euro paar Zerdroschene bezahlt, als ich den bestellt habe. Mhm. Ne? Kommt da das gute Stück hier an. Mit 35 Liter fast 65 Liter. Ne? Ja, 65 Liter Volumen. Ja, ist ganz cool. So, ne? Hat viele Taschen dran. Ne? Hier unten nochmal eine extra Tasche. Da habe ich mein Kopfkissen reingetan. Ja. Hier für Getränke. Da sind sogar noch Dosen drin. Dosen drin. Ja, hier vorne habe ich so mein Krimskramfach, da ist die Säge drin, bisschen Angelschnur, das werdet ihr in dem anderen Video sehen, wofür ich die benutzt habe. Ja. Taschenlampe, Kinderriegel und noch so ein Multitool, also hier so ein Krimskramsfach kann man... da kriegt man ja schon ordentlich was rein, ne? Ja, da geht ein bisschen was rein. Also ich würde sagen, an den beiden Getränketaschen, da passt auch locker eine Literflasche rein, beiden Seiten, zwei ja, Liter, ja. Kriegt man da locker mit. Oder zwei Getränkedosen übereinander, locker. Ja, ganz locker. Ja, hier im Hauptfach habe ich jetzt einfach nur einen Schlafsack drin. Ich habe jetzt einfach nur so reingestopft, weil wegen Platz. Mhm. Ja. Wir haben ja ein Video gedreht, da hat der liebe Florian diesen Rucksack einfach mal so random ins Wasser geschmissen. Mal zu. Einfach so random so in eine Pfütze. Nein, keine Pfütze. Da war einfach so Hochwasser. Ja. Und es lief ein Bach. Ja. Und ihr könnt mir glauben, es ist trocken geblieben. Ja, tatsächlich. Also die Klamotten sind trocken geblieben. Der Schlafsack war da drin, das Kissen war da drin. Ist einfach kein Wasser reingekommen. Natürlich ist das jetzt ganz das Ganze jetzt hier so ohne Gewehr. Ne? Mhm. Aber man sieht ja auch das Material hier. Ne? Das ist ja wie eine LKW-Plane. Ne? Das ist wasserabweisend. Ne? Also ich sag mal so, wenn ihr damit im Regen lauft, den ganz normal aufhabt, da alle passiert Taschen nichts zu mit. Sind, das Wasser läuft hier runter, da passiert gar nichts. Ne? Ja, super. Da bleibt alles trocken drin. Also für den Preis und für die Qualität schon mal gut. Ja, deswegen machen wir auch das Video. Wir bekommen hier kein Geld für. Das ist unbezahlte Werbung, sondern einfach mal, weil der Onkel Nomad hat sich das bestellt und da dachte ich mir, ey, lass uns doch mal ein Video drüber machen. Einfach als Empfehlung. Einfach eine kostenlose Empfehlung. Kriegen wir kein Geld für. Ich muss sagen, ich habe mir denselben hier in Oliv bestellt. Also 1:1 derselbe Rucksack, nur andere Farbe. So, was haben wir hier noch? Da haben wir uns gedacht, komm, wir haben immer so das Schlafproblem, wenn wir so outdoor schlafen und wir morgens aufwachen auf Yogamatten. Das ist natürlich nicht so bequem. Das war nicht ne? so geil. Jetzt haben wir uns einfach hier diese Faltmatten geholt. Ne? Ja. Die kosten auch nichts. Also 20 Euro meine ich. 20 Euro so eine Matte. Ne? Zack, ausgefaltet, hingeschmissen, fertig. Fertig. Die sind gar nicht mal so unbequem. Ich hätte gedacht, dass das schlimmer ist, aber geht klar. Da liegst du ganz die sind mega. Ja. So viel dazu. Also die hier kamen 19,99 Euro, also 20 Euro kann man sagen. Also insgesamt, die habe ich zweimal bestellt, den Rucksack dazu bestellt. Also insgesamt habe ich 72 Euro mit Versand bezahlt und das ist halt wirklich schon hinterhergeschmissen. Wenn man überlegt, was bezahlt man sonst für so einen Kampfrucksack, das ist heftig. Ja, das heißt 70 Euro alleine für die Tasche. Dieses Material, das ist ja, ja wirklich
Das ist ja wie LKW-Planen. Ne? Das ist ja richtig robustes Material. Das haben wir ja hier genauso. Ne? Das ist das gleiche Material. Das ist halt einfach wasserdicht. Ne? Hier oben. Ja, es ist einfach der, top. Der Deckel. Top. Jetzt ist natürlich, der ist ja jetzt so zusammengefaltet gewesen. Deshalb hat er keine schöne Form. Ne? Aber es ist einfach das gleiche Material. Hier ist nochmal so ein bisschen anderes Gewebe drin. Aber ne, hier siehst du es hier drinnen genauso. Ne? Man hat einfach, hier ist nochmal eine Innentasche. Ne? Aber man sieht halt einfach, das ist LKW-Plane, hätte ich fast gesagt. Ne? Das ist einfach mal wasserdicht. Ne? Und das gleiche ist hier unten drin auch. Ne? Wenn wir den hier aufmachen. Das untere Fach genauso. Ja. Genau so, dieses Material. Wunderbar. Die Reißverschlüsse sind gehen auch klar. Mega. Jetzt auch kein Schrott. Ich habe jetzt meinen Schlafsack, den habe ich natürlich schon gehabt. Ich habe mir sagen lassen, der ist irgendwo beim polnischen Militär verloren gegangen und dann zu mir gekommen. Der hat natürlich ein gewaltiges Packmaß. Oh ja, der ist wirklich riesig, muss man sagen. Ne? Ja, aber wir haben es ja bei dem Video, wo wir draußen gekocht haben, ausprobiert. Der ist auch ziemlich warm im Winter. Ne? Also das geht klar. Das ist halt so mein Schlafsack. Ne? Das kommt dann halt dazu, Isomatte, Schlafsack. Haben wir schon mal ein Schlafsetup. Was haben wir noch? Achso, ich habe hier unten ein Kopfkissen, das hole ich jetzt aber nicht raus. Ne, den Rucksack dazu, da kämen dann noch ein paar Klamotten dazu. Ja, Säge, Multitool und so, das habe ich ja gerade gezeigt. Dann geht das so ein bisschen weiter. Das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Von meiner lieben Frau. Das Kochgeschirr. Ist gar nicht mal so ein Billigzeug. Ich habe das heute mal recherchiert. Das kostet 60 Euro. Ja, das ist schon heftiges Zeug. Ist auch von der Qualität her gut, ne? Ja. Guck dir das mal an. Auch da schön. Kannst du alles ineinander stapeln, ne? Pfanne, Teller, zwei Teller. Ein bisschen was finde ich so Schwachsinn. Das werde ich auch, glaube ich, mal rausnehmen, ne? Weil wir haben hier so komische Schüsseln drin, ne? Und ja, so eine komische Kelle hier. Das ist alles was, wo ich sage, das ist jetzt für uns, für Bushcraft Outdoor, nichts, ne? Da ist noch ein Schwamm drin. Ob man das braucht, ne? Eine kleine Teekanne. Die haben wir ja schon benutzt. Alles schon ausgetestet. Top Zeug. Da haben wir schon ein bisschen Tee drin geköchelt. Ja, die Töpfe. Müssen wir halt mal ausprobieren. Wie gesagt, das Set kostet halt 60 Euro. Ne? Habe ich bei Amazon mal gegoogelt. Ne? Die haben wir noch. Können wir euch auch unten in die Videobeschreibung verlinken, das Zeug. Ne? Ja, verlinken wir alles. Ne? Dieser Shop, wo die Rucksäcke und die Isomatten herhaben. Der Shop heißt Outdoor-Fan. Outdoorfan.de. Genau. Da seht ihr ja aktuell auch sehr viel Werbung von denen auf YouTube. Ne? Also wenn du auf YouTube ein Video einschaltest, siehst du ja ständig die Werbung von Outdoor-Fan. Ne? Und da haben wir einfach mal bestellt. Und ich muss sagen, ich bin da sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich da gekriegt habe. Alles andere wird sich sowieso erst in der Praxis zeigen, ne? Genau. Wenn wir das öfter benutzen. Aber das ist dann so ein kleines Set in der Tasche drin. Das ist ordentlich verstaut. Wie gesagt, den Kram, was da so ein bisschen unnütz ist, würde ich mal rausnehmen. Ne, das kann man auch schön in den Rucksack rein. Ja, der Feuerstahl, ne? Buschgier. Wer das kennt, ne? Habe ich bei Amazon gesehen. Kostet 17,99. Funktioniert prima. Aber sowas von. Den Rucksack kannst du ja nochmal aufsetzen, um mal zu gucken, wie der so ist, wie fühlt er sich so an. Ich werde mich dann gleich auch mal auf die Matte dahin hauen und werde auch mal so einen kleinen Praxistest machen. Einmal kurz fürs Video, damit ihr gleich mal seht, wie denn die Bequemlichkeit mit dem Rucksack so ist. So. Wie findest du? Also jetzt mal ganz ehrlich von der Bequemlichkeit, ganz ehrliche Meinung. Ja, die Riemen sind gut, ne? Sind gut gepolstert, das geht klar. Aber ja, der trägt sich ganz gut eigentlich so. Jo. Aber der ist jetzt natürlich auch nicht randvoll oder sehr schwer. Ne? Genau. Also das zeigt sich dann irgendwann mal im Praxistest. Das kannst du auch noch enger stellen, ne? Ja, das kann man genau. Alles enger stellen. Oben könnte man dann theoretisch noch den Schlafsack dran machen. Genau, unten könnte man dann zum Beispiel die Matte dran machen. Unten hast du ja nochmal Möglichkeiten, was zu befestigen. Da könnte man vielleicht die Isomatte drunter hängen, aber da muss man sich dann noch was besorgen dafür. Ansonsten, wie gesagt, so trägt er sich erstmal ganz gut. Aber der ist jetzt halt nicht vollgepackt oder so, ne? Nicht, mit nicht viel Gewicht. Und ob diese Gurtpolster, ob das alles nachher gut ist und
sich richtig geil trägt, ist natürlich dann die Frage, wenn wir damit mal weiterlaufen und da mal richtig mitgearbeitet haben. Ne? Das zeigt sich dann halt. Ne? Jetzt wolltest du einmal die Matte auspacken. Die Faltmatte hier ist auch hier der Markenname drauf. Oxford. Sonst leg dich da ein bisschen da, wo das Gras ist, da vorne. Ja. Dann folge ich dir mal unauffällig. Ein stilles Plätzchen hier gefunden. So, wenn da liegen. Ja, wir haben uns hin. Mussten uns natürlich einen Ort suchen, der nicht überschwemmt ist. Und ja. Ich falte das Ganze hier einmal aus. So. Ja. Dann lege ich mal drauf. Dann hau ich mich mal ganz kurz hin. Komm ein Stückchen näher und guck mal so ein bisschen. Ja. Drumherum. Was sagst du so? Liegekomfort und so? Also ich muss sagen, wir hatten ja diese komischen Yogamatten vorher. Die waren es wirklich gar nicht, aber das Ding hier, also du merkst schon richtig, du liegst auf einer vernünftigen Matte, verstehst du? Jetzt noch ein Kopfkissen und einen Schlafsack und ich könnte wahrscheinlich die ganze Nacht komplett durchpennen und könnte hier schon. Lass mich da auch mal hin. Ich will dich auch mal hinlegen? Ja, ich will mal gucken. So. Na? Gut, ich würde sagen, es ist jetzt kein 5-Sterne-Bett, aber Alter, geht, ne? Ist mega, mega. Du hast ja nochmal den Schlafsack. Auch von dem Platz. Weißt du jetzt so auswendig, wie groß du bist? Ich bin 1,66. 1,66. Ja, ich bin 1,75. Ich bin jetzt auch nicht der Größte. Aber ihr seht, das passt ja auch von der Länge her. Ja, ich sag mal, Füße müssen ja nicht weich liegen, ne? Ja. Perfekt. Und vor allem, ich lieg hier und merke einfach, wie es warm wird, ne? Ja, das ist wirklich warm. Ist schön isoliert, ne? Ist mega. Top. Das ist halt besser als so eine blöde Luftmatratze, die wir da hatten, ne? Das war so billig. Ja. Ne? Von Teddy haben wir uns da für 3 Euro Luftmatratze. Kick war das. Als wir auf Lostplex-Tour waren. Also, muss man sagen, ne? Ja, das ist deutlich besser. Ja. Da geht wenigstens die Luft nicht raus. Ja, und ist halt schön. Kalt drin. Aber, ne, wie das immer so ist, wir sind halt als Dullis gestartet. Und haben einfach so angefangen, ne? mit dem, was wir hatten. Und haben dann irgendwie, ja Mist, was machst du jetzt? Hier 100 Euro ausgegeben erstmal für irgendein Zeug. Geht nicht. Online-Shop jetzt bestellen, wir sind ja jetzt unterwegs. Geht ja also auch nicht. Mhm. Also was haben wir gemacht? Einfach irgend so einen Kick angehalten und so eine olle aufblasbare Luftmatratzen geholt. Hier diese Poolmatratzen. Ne? Also es ist zwar richtig dulli, aber es geht auch im Notfall. Ja, ne? Es geht hat auch. Geklappt. Ne, wir haben mit 3 Mann unter so einem Tarp gepennt. Was haben wir gemacht? Einfach das Tarp am Auto abgespannt, ne, weil wir einfach mitten auf der freien Pläne haben wir gestanden. Und ja, wir mussten ja ein Tarp abspannen, wir mussten ja irgendwo pennen. Ne? Ja, wir haben das Tarp einfach am Auto festgemacht, so gar keine Heringe dabei gehabt. Was habe ich gemacht? Das untere Ende, Flaschen eingedreht, ne, unsere Wasserflaschen, habe das als Ende benutzt, ne, und haben wir drunter gepennt in der Nacht. Ne? Aber das war ging, gut. Das ging. Wir standen einfach an so einem Feldweg, haben das Tarp abgespannt, haben drunter gepennt. Morgens kam eine Fußgängerin mit so einem Hund, der hat dann erstmal an unseren Füßen geschnippelt. Also ja, das war okay. Ne? Also, ja, legendär. Das ist so, ne, wie alle anderen auch immer sagen, rausgehen, machen, Spaß haben. Ja, so ist es. So, dann würde ich sagen, das war es auf jeden Fall zu diesen Sachen. Wie die sich in der Praxis machen, das werden wir in den nächsten Wochen, /Monaten mal sehen und können wir am Ende nochmal feststellen. Ich würde erstmal sagen, outdoorfan.de heißt der Shop. Guter Shop, checkt den auf jeden Fall erstmal ab. Unbezahlte Werbung, wir kriegen kein Geld dafür. Ich würde sagen, das war es jetzt mal mit dem Video. Gutes Zeug. Wir testen das jetzt weiter in der Praxis aus und ich würde sagen, checkt einfach die Videobeschreibung ab, da findet ihr alle Links zu den Sachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!